Jahres. Der nächste Künstler ist seit 2019 solo unterwegs. Er war sogar schon mal hier auf dieser Bühne und ist ein Singer-Songwriter mit einer ziemlich interessanten Reichweite. Ich würde sagen, er ist ein Gesamtkunstwerk. Herzlich willkommen, Maximilian. Ich bin an der zweiten Hälfte dran. Es ist alles ein bisschen on the fly heute. Ja, aber so bin ich auch drauf. Ja, wunderbar. Ich bin spontaner Typ. Ja. Das ist, ich sage mal ganz gerne so, das ist so ein bisschen wie die Trump-Präsidentschaft. Wir lernen, während wir es tun, wie es funktioniert und auch nicht. Ist das wirklich so? Pickup, oder? Ich brauche das andere Mikrofonkabel. Ja. Ist dieses Hemd schon ein Vorgriff auf Ihren nächsten Auftritt? Ja. Bei dem Surf-Cup. Ja, ich habe mir gedacht, heute mal sommerlich. Sehr schön. Und also ein Fahren, noch mehr Fernen. Also, so. Ich brauche das Kabel nur. Pass auf, das kriegen wir hin, glaube ich. Dankeschön. Dann nicht für. Kein Klinke? Was ist das denn für ein? Ja, ich bin auch anders. Ich bin spontan und ich bin ganz anders. Dann sind wir mal gespannt. Okay, hallo, das war überraschend. Ich habe das Gefühl gehabt, du hättest uns eben noch gesagt, wir sind alle in der zweiten Hälfte. Alle? Alle. Saßen da auch? Ja. Ah, dann. Vielleicht bin ich doch nicht so auffällig mit dem Hemd. Du bist halt anders. Ich bin anders, aber ich bin auch sehr spontan. Alles gut. Du bist anders als die anderen, die in der zweiten Hälfte auftreten. Ne? Also ich garantiere keine bestimmte Gitarre, aber wir kriegen das schon hin. Mein Name ist Maximilian Scheer. Ich fange einfach an, oder? Genau. Ja, viel Spaß mit Maximilian! Diesen Song hasst meine Freundin abgrundtief. Sie findet ihn total schlecht und scheiße. Aber sie ist nicht hier, deswegen spiele ich ihn heute. Es ist ein Song über mein Scheitern auf dem Skateboard. Ich habe nie mehr als einen Olli geschafft und eigentlich auch niemals den. Aber ich musste darum einen Song bauen und also eigentlich geht es nur darum, dass ich das nie geschafft habe. Hier ist die Kids aus dem Fernsehen. Der Sommer vor der Tür. Ich pack mein Skateboard ein, hab alle Freunde hier bei mir. Komm, wir fahren an den See, zwei Monate lang, wo man sich in Blockhütten besser kennenlernen kann. Während ihre Scheiße Zähne, unsere Zukunft steht uns frei. Das ist die Zeit meines Lebens. Ich wär so gern. Auf dem Skateboard nie geschafft, die Eltern geschieden, Schule verkackt. Ich wohne ich an die Tee, für meinen Bauch nur geschämt. Mädchen, die mich nie wollten, weil ich ihnen auf die Nerven gehe. Ich hab tierisch große Träume, nur überhaupt kein Talent. Könnte ich nur die Zeit zurückdrehen, ich wär so aus dem Fernsehen. Hey, hey, yeah. Wie die Kids aus dem Fernsehen.
Witz aus dem Fernsehen, wie das wohl wär. Hey, hey, wär. Die Kids aus dem Fernsehen, Kids aus dem Fernsehen. Ich wär so gern. Ich kann gar keinen sehen, aber das ist auch nicht schlecht. Ihr seid ein sehr hübsches Publikum, habe ich eben schon gesehen. Ganz klar, ganz klar. Von vorne bis hinten, eindeutig. Das hübscheste Publikum, das ich je sah. Der nächste Song ist wesentlich besser, zumindest laut meiner Freundin. Wovon handelt er wieder? Vom Scheitern. Das ist ein fröhlicher Song übers Scheitern, so wie der letzte schon. Denn Scheitern muss auch Spaß machen. Wie heißt er denn? Nein! Oh, das ist ein Mitsingteil dabei. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, wann muss ich endlich mitsingen? Wann darf ich mitsingen? Ein Song darüber, wenn man nicht zur Party eingeladen wird. Nein! Vielleicht wird ja noch was raus.
ganz nett. Ich bring auch die Gitarre mit und spiel für euch mein ganzes Set. Ich mache mich für euch zum Clown und ihr dürft mich alle hauen. Ihr tretet sie bloß auf mir rum. Ihr tretet sie bloß auf mir rum. Aber ihr sagt nein, nein, nein. Was soll der Scheiß?